Eindringlinge umgehend eliminieren. Von Überwachungsmodus auf Angriffsmodus schalten. Was war denn das? Die Stimme von Kuya war das aber nicht. Vielleicht sein Wachschoßhund. Was soll das? Komm schon raus und zeig dich! Ja, da ist unser Kampf. Der nächste Bosskampf steht an. Und ja, je mehr von diesen Perlen wir einsammeln, desto weniger Funktionen hat dieser Bossgegner hier. Deshalb haben wir das Ganze unter anderem auch gemacht. Verteidigungssysteme steigen. Elfenperlen werden gesucht. Neutralisierung fehlgeschlagen. Steigerung der Zauberkraft fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Leistungssteigerung fehlgeschlagen. Ja. Klingt nicht gut für das Ding. Wir wünschen noch einen erfolgreichen Tag. Viel Spaß mit Windows 11. Naja. Ganz ungefährlich ist das Ding trotzdem nicht, aber natürlich so eine ganze Ecke einfacher. Ich glaube, wir haben auch da fast alles richtig gemacht. Ich meine sogar nichts liegen gelassen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Naja. So, dieses Ding können wir leider nicht beklauen, da Shine nicht bei uns ist und keiner der anderen ein Dieb ist. Von daher, ja, müssen wir so unser Bestes versuchen. Blitzka. Das geht nur um Steiner jetzt. Nee, oder ist das alle? Nee, es ist nur Steiner, okay. So, was sagt er denn zu Eis? 836, okay. Kritischer Treffer, das ist doch cool. Fleck, ja okay. Keine Zauber mehr gegen ihn verwenden. Das heißt, im Moment ist Vivi ziemlich nutzlos. Aber wenn wir auf ihn Reflex setzen, ich glaube, dann hebt sich das wieder auf, oder? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich meine aber, das in Erinnerung zu haben, dass das tatsächlich gehen würde. Naja. Wenn beide Reflex haben und man zaubert dann auf den Gegner, der nimmt dann tatsächlich Schaden. Oder ist das, wenn er dann... Ja. Egal. Können wir uns ja erstmal sammeln und wenn das Reflekt bei ihm irgendwann nachlässt, wenn dieses pinke Leuchten da aufhört, dann können wir angreifen. Oh, es ist sogar schon weg. Erdelementaren Schaden. Versuchen wir mal. Obwohl ich glaube, das Ding schwebt ja so. Wahrscheinlich ist der immun gegen Erdelementaren Schaden, aber versuchen wir mal. Schutz. Ja, okay. Da lag ich doch wohl richtig damit. Lag ich auch mal richtig, aber hey, hab's trotzdem in der Praxis durchgeführt und jetzt hat er wieder Reflex. Scheiße. Ja. Yeah. Nicht gut. Aber macht nur 51 Schaden. Von daher, das ist verkraftbar. Ja, das ist in Ordnung, also. Die Arche ist, glaube ich, stärker als er hier. Aber wir haben ihn ja auch schon vorläufig geschwächt. Und jetzt haben wir ihn nicht nur geschwächt, jetzt haben wir seine Verteidigungssysteme heruntergefahren. Und damit ist er im Eimer. Ja, versinkt er vor Scham in der Erde.
Das wird Kuya bestimmt sehr freuen, dass wir sein Spielzeug vernichtet haben. Sehr gut. 11 Ability-Punkte. Das war sehr lehrreich. Und eine Shiva-Karte, die wir nicht mehr brauchen werden, weil wir kein Kartenspiel mehr spielen werden. So leid mir das auch tut zu sagen für alle Freunde des Kartenspiels in diesem Final Fantasy. Ich mag es nicht und wir haben es hinter uns und jetzt müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Naja, gut, wie ihm auch sei. Können wir erstmal wieder ein bisschen Ausrüstung durchwechseln nach dem Haufen, den wir gerade hier gelernt haben. So, das Zauberneutron. Sonst ist nichts mehr da erstmal. Dann geben wir ihm das. Den Schwurring. Da, Pestizid. Ja, okay. Das ist schnell gelernt. Und felsenfest. Ja, Maragon macht Fortschritte. Er holt schnell auf. Na gut, und jetzt können wir, glaube ich, von hier abhauen. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rausfinden. Oder habe ich den hier übersehen? Nee, oder? Nee, ach, ich habe das noch gar nicht angezündet. Ah ja, und jetzt können wir hier raus. Ja. Jetzt wäre ich Dödel fast noch 3 Runden im Kreis gelaufen oder so. Aber gut. Zur selben Zeit. Da sind wir. Endlich wieder zurück. Aber keine Zeit für eine Pause. Man muss schnell die anderen da rausholen. Okay. Das Dumme ist, er weiß jetzt natürlich noch nicht, dass die anderen sich schon selbst befreit haben. Also es gäbe jetzt ja eigentlich gar keinen Grund, dem dämlichen Kuya diesen Stein in die Hände zu drücken. Aber das wissen die ja halt noch nicht. Verdammte Scheiße. Ja, jetzt wäre sowas wie ein Funkgerät natürlich gut, ne? Aber das ist leider nicht drin. So eine Scheiße. Da leben wir in der falschen Zeit für. Ja, kann nicht einer von denen irgendwie telepathische Kommunikation beherrschen oder so? Das wäre auch ganz nützlich. Aber naja. Mir wurde gesagt, ich soll hier keinen durchlassen. Ja, okay. Oh Mann, hoffe ich, läuft der dem anderen Trupp jetzt über den Weg, bevor er Kuya diesen Stein gibt. Denn der will wahrscheinlich nichts Gutes mit diesem Schein. Ja, mit dem Schein will er auch nichts Gutes machen. Und mit diesem Stein sowieso nicht. Vielleicht so irgendwie das letzte Stück, was ihm zur Weltherrschaft fehlt. Oder keine Ahnung. Was auch immer. Sowas in der Richtung wahrscheinlich. Nehmen wir mal Odin. Den hat man noch gar nicht verwendet, oder? Also jetzt im Kampf meine ich. Wir haben Odin schon in der Cutscene gesehen, vor einiger Zeit. Eisenschneider, oh yeah. Das sechsbeinige Pferd, ne? Kräftig zuhauen und in der Mitte durchschneiden. Und daneben hauen. Geil. Gut gemacht, Odin. Du bist der Beste. Ich wusste, ich konnte mich auf dich verlassen. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir Geschäfte zu machen.
Aber nun gut. Ist ja auch egal, ist ja nicht so, dass wir jetzt um unser Leben da fürchten müssten. So, man hoffe ich, laufen die sich jetzt irgendwie über den Weg oder so. Das wäre jetzt echt nützlich. Aber wir sind wohl an einer ganz anderen Stelle. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon wieder woanders gelandet. Willkommen zurück. Mein Gemach ist gleich hinter der Tür. Ah, super. Aber Schein, nur du alleine darfst eintreten. Ich erwarte dich. Oh Mann, das klingt richtig mies. Was für ein hinterlistiger Schurke. Schein, sei wachsam. Das solltest du wirklich sein. Ja, ich passe schon auf. Na, hoffen wir es. Wartet ihr so lange hier? Hm, ja, okay. Dann einmal rein in die gute Stube. Nur hereinspaziert. Die Todesfalle ist gleich hinter der Tür. Ah, da sind wir wieder. Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, Schein. Und wenn der nur wüsste. Wie geht's meinen Freunden? Tja. Sachte, sachte, nur nichts überstürzen. Weiß der schon, dass die abgehauen sind? Aber überzeuge dich selbst. Und jetzt zeigt er uns einen leeren Raum. Dann würde ich lachen. Oh, scheiße. Hat er die wieder eingefangen? Oder wie? Was? Keine Ahnung. Sei unbesorgt. Sie träumen bestimmt etwas Süßes. Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Guruk-Stein. Ich sorge mich um Schein und auch um die anderen. Ja. Hä? Oh, welch ein Zufall. Hey, wo ist Schein? Ihr solltet schnell ihm hinterhergehen. Er ist alleine zu Kuya. Aber wie ist euch die Flucht gelungen, meine Lieben? Dank mir konnten keine Zeit für lange Erklärungen. Wir müssen zuerst Schein aufhalten. Ja, das solltet ihr wirklich. Und zwar verdammt schnell. Ich glaube, sie sind schnell genug da. Oh, fuck. Wow. Hey, was soll denn das? Oh nein, nicht die beiden. Oh Gott. Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Guruk-Stein. Das hast du gerade schon mal gesagt. Was bist du eigentlich für ein hinterhältiges Schwein? Deine Worte langweilen mich nur. Ich kann dir auch Taten zeigen, Alter. Wirst du mir den Stein nun endlich geben oder nicht? Halt ein, Schein! Aber, hä? Und wer sind dann die da unten? Du Dummkopf. Die da unten sind nur Trugbilder. Ja, und jetzt ist dein Plan im Eimer. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Oh, scheiße. Was soll das wieder heißen? Ah, Eiko wahrscheinlich, hä? Ah, Hilfe! Eiko! Ich eile dir zu Hilfe, Quack. Ah, klasse.
Was quackt mich da an? Frag ich. Nee, das ist gar nicht Steiner. Nimm das, du Vieh, sag ich. Oh, klasse, ey. Diese beiden Penner. Blacks. Oh je. Quack, quack. Das war wohl nix. Huch. Oh nein, der Stein. Eigentlich wollte ich zum Dank für dieses nette Geschenk dich und alle deine Freunde beseitigen, aber jetzt... Oh Mann. Werde ich erstmal mit dem Stein und der Kleinen vorlieb nehmen. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Ich hoffe, man hat bald mal wieder das Vergnügen. Oh, scheiße, Mann, das kann nicht wahr sein. Verdammter Mist, keine Reaktion. Der hat uns mal gehörig verarscht, der dämliche Kuja. Ich dachte gerade, wir hätten ihn jetzt bei den Eiern. Aber es wäre wohl zu einfach gewesen. Dieses große Schiff, Mampf. Los, nichts wie hinterher. Ja, dann aber mal... Vollgas. So, können wir unsere Truppe ändern? Nehmen wir Vivi und Steiner dazu. Unsere alte Startformation quasi. Oder? Ja. Können wir dabei belassen. Ist hier noch was? Naming Way Karte. Okay. So, gut. Dann, mal schnell hinterher, wo auch immer wir hin müssen. War da? Ich wollte gerade sagen, da war doch was. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Klar, wir sind ja auch aus dem anderen Teleporter hergekommen. Jo, super Zeit verschwendet, die wir nicht haben. Und dadurch kriegen wir jetzt natürlich das schlechte vorzeitige Ende. Nein. Bestimmt noch ein Kampf hier wieder, wa? Scheiße, ist das Schiff noch... Na, scheiße, das Schiff ist schon weg. Ja, das war dann wohl nichts mit dem hinterher. Verdammt nochmal. Dreck, wir kommen zu spät. Schein, sein Vorsprung ist noch nicht allzu groß. Jetzt können wir ihn noch mit der blauen Narzisse einholen. Hatte ich sowieso schon vor. Ihr habt's gehört, Leute. Auf geht's. Na dann aber... ziemlich zügig. Ah, wie gut, dass der hier eine Leiter platziert hat. Jetzt sollen wir ihm quasi durch die Wüste hier folgen. Zu Fuß hinter einem Luftschiff. Ja, ja, okay. Na dann mal viel Erfolg dabei. Fliegt er denn da hin? Zeit, dass wir ihm endlich dieses verdammte Schiff da abnehmen. Da sollte ja eigentlich irgendwo noch die Frau des Herzogs an Bord sein, ne? Oh, und da... Oh, wir sind doch ganz schön flott unterwegs. Mit unserem schönen Boot. Diese Eisinsel da, verschlossener Kontinent. Ja, da haben wir ja auch schon ein bisschen erkundet. Und das ist auch der Strand, an dem wir gewesen sind. Fliegt er da etwa nach, wie hieß es? Estogarza, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Scheint wohl, als ob der dahin fliegt. Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude. Was erwartet uns dort wohl?
weiß ja wirklich nicht, was der Kerl genau vorhat und das interessiert mich auch nicht. Aber warum Eiko? So ganz ist mir das auch nicht klar, Quark. Aber sie kann doch auch Bestia beschwören. Oh je, will er die etwa extrahieren mit den beiden Pennern da? Ja schon, aber... Moment mal, du meinst doch nicht, er will genau wie damals bei Lilly die Bestia... Ja, sie sagt nichts dazu. Mach dir keine Sorgen, ich lasse nicht zu, dass er Eiko auch nur ein Haar krümmt. So sieht's aus. Und dann wird er mir aber ein paar Fragen beantworten müssen, und wenn ich die Antworten aus ihm rausprügeln muss. So, okay, können wieder unsere Truppenzusammensetzung ändern, aber ich will eigentlich das so beibehalten. Okay, ja, hier sind wir tatsächlich an dem Strand, wo wir letztens mal aufgehört haben und ja, bei dem Gebäude waren wir auch schon mal, vor nicht allzu langer Zeit. Estogaza, ja. Ob der wohl hierhin abgehauen ist, ich weiß es nicht, aber vielleicht werden wir es herausfinden. Die Bewohner hier müssen ihn doch irgendwie gesehen haben oder so. Keiner hier? Nur der Priester? Was treibt ihr hier? Das hier ist heiliger Boden. Ich darf also doch ein wenig um Ruhe bitten. Ach, komm schon, Mann. Scheint wohl ein beliebter Ausflugsort für euch Gesellen mit Zipfelmützen zu sein in letzter Zeit. Die vorhin hatten auch keinerlei Manieren. Was hast du da gerade gesagt? Kamen hier etwa Typen vorbei, die Vivi ähnlich sahen? Eine Dreistigkeit, mich zu duzen. Oh Mann, ey, da ist jetzt echt keine Zeit für. Ich bin Priester an diesem höchstheiligen Ort namens Estogaza. Ich darf mir also durchaus einen respektvollen Ton erbeten haben. Ja, indem du einen Verbrecher hier durchgelassen hast, ne? Seid ihr etwa Freunde dieser höchst rücksichtslosen Reisegruppe von vorhin? Oh Gott. Wo ist sie denn hin, diese Reisegruppe? Und war bei denen auch ein kleines Mädchen? Es geht um das Leben einer Freundin. Wenn du was weißt, dann sag es uns. Echt mal. Ein Leben ist nicht mehr wert als das andere. Und am Ende kehren alle wieder zu den Sternen zurück. Oh Mann, ich bin jetzt echt nicht wegen der Predigt hier, du Verdammter. Aber geht zur Insel des Lichts und beschreitet den Pfad der Seelen. Was redest du da? War bei den Schwarzmagiern jetzt ein kleines Mädchen dabei oder nicht? Das Mädchen ist unsere Freundin. Und alle aus dem Dorf der Schwarzmagier waren auch dabei, oder? So sag doch was. Ach Mann, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich habe die Szene lediglich beobachtet. Was hätte ich denn tun sollen? Ja, vielleicht auch so eine Predigt schwingen, um dazu sorgen, dass die aufgehalten werden. Außerdem kamen sie hier nur durch. Ah, klasse. Sie strömten hier in Scharen durch. Dieses Bataillon waren dann wohl eure Schwarzmagier. Fast apathisch sturem Blick gingen sie schnurstracks in Richtung des Vulkans Guruk. Vulkan Guruk. Ja, er ist zwar schon seit längerem nicht mehr aktiv, aber man nennt diesen Berg Vulkan Guruk. Man sagt, dass früher das Volk der Talpaten im Innern des Vulkans gelebt haben soll, aber... Talpaten?
nie davon gehört. Vielleicht Feuermenschen oder sowas. Sowas wie Blaze. Aber es ist schon Ewigkeiten her. Seit der Eingang von irgendjemandem versiegelt wurde, ist dort keiner mehr gewesen. Nun ja, jedenfalls sind sie zum Vulkan Guruk gegangen. Ja, danke für die Hilfe. Schön, und hatten sie nun ein Mädchen dabei oder nicht? Wenn du mich so fragst, ja, einer der Schwarzmagier trug ein Mädchen. Ah, klasse. Danke für den Tipp, Opa. Das hört sich... Das war ganz sicher Aiko, hörst du, Schein? Ja, bloß nicht unnötig Zeit vertrödeln. Wir sollten auch sofort zum Vulkan Guruk aufbrechen. Das sollten wir. So, aber vorher checken wir nochmal eben kurz hier unseren Lieblingsladen. Der hat jetzt, glaube ich, ja, der hat jetzt ein paar neue Sachen. Linkhanddolch. Vielleicht auch Linkshanddolch, ja. Fegefeuer. Jagdspieß, Cäsarkralle, Zauberstab, ja. Viele, viele bunte neue Sachen für uns. Hamelflöte. Achtkant. Jo, ich bin begeistert auf jeden Fall. Jadereif, den haben wir auch noch nicht. Kapuze, die haben wir schon. Ja, ja, kaufen wir nochmal. Rotkäppchen, das ist ein ekelhafter Sekt. Ja, okay. Haben wir erstmal gut was dazu gewonnen. Vielen Dank und beehrt uns mal wieder. Jo, solange du immer so neue coole Sachen kriegst, mache ich das doch gerne. Der ist allerdings schwächer als unsere Engelsschwinge. Was Neues. Ah ja, Segen. Das ist auch eine gute Technik, aber wir lernen erstmal Refleck. Thermometer. Goldrüstung. Herz aus Stein. Ja. Warum nicht? Miragen. Hm, ja, wir lassen es erstmal, weil hier das Achtkampf. Da lernt er Feuger, Blitzger. Das ist geil. Das sind die stärksten Elementarzauber. Damit der gute Vivi noch mächtiger wird, das wollen wir natürlich. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Secret of Evermore in der... Wenn man in dem Schloss rumläuft. So ein klein wenig. Aber ist ja auch Squaresoft, auch wenn Secret of Evermore von einem Team in den USA entwickelt worden ist, was zu Squaresoft damals gehörte. Aber das ist eine andere Geschichte. Nun ja, so, was wollte ich jetzt gerade eigentlich? Mal wieder viel zu wenig Punkte. Erstmal felsenfest loswerden und Thermometer nehmen wir mit. Ich glaube, das ist ganz nützlich in dem Vulkan. Steiner hat das schon. Aber Vivi hat es noch nicht. Geben wir ihm. Und fest weg und Thermometer her und haben wir immer noch 4 Punkte. Dann nehmen wir doch mal Gift und Galle. Halte ich für eine ganz gute Idee. Okay, ich glaube, so auf die Uhr gucke, ist eigentlich mal Zeit, dass wir einen kleinen Break einlegen. Und da ist auch gerade ein Mogri und wir haben einen anonymen Brief erhalten. Das liegt, da ich mich etwas fürchte, lass ihn uns bitte zusammenlesen.
Morissa, was für eine Katastrophe. Ich habe zu viel davon verbraucht. Jetzt ist keins mehr übrig. Hast du noch welches in Reserve? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Was meint er denn, von was er zu viel verbraucht hat? Sprit? Warum hocke ich mir ja? Ich sagte doch, du darfst nicht zu viel davon. Ja, was auch immer das ist. Bleibt wohl erstmal ein Rätsel. Ja, wir speichern jetzt und dann mache ich jetzt erstmal hier eine kleine Pause. Und dann geht's beim nächsten Mal dann weiter, wenn wir den Vulkan besteigen. Wird mit Sicherheit ein Indiana Jones-mäßiges, aufregendes Abenteuer. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit und ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir uns dann aufmachen, Eiko zu retten und das hoffentlich auch schaffen und Kuya über einen über die Nuss hauen. Ich sage auf jeden Fall wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.